dass der Kapitalismus nicht tauge, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Er war gegen den Kapitalismus, sah auch in der tolstoischen moralischen Selbstvollendung nicht die Rettung. Er war für eine gewaltsame Änderung des kapitalistischen Staates. Ich traf in Deutschland viele Intellektuelle, die so dachten wie Benjamin. Oft spielte sich zwischen uns oder ähnlich folgende Dialog ab. Du bist gebildet, hast einen klugen Kopf, hast ein Spezialgebiet und hast keine materielle Existenzgrundlage. Walter Schwieg, Walter Schwieg. Ich fuhr fort, in Riga ging es mir materiell auch nicht gut. Warum? Weil ich gegen den bürgerlichen Staat kämpfte, sonst hätte ich viel Geld verdienen können. Aber wo stehst du, Meister der Kultur? Wo stehst du, Meister der Kultur? Dein Bruder ist in der kommunistischen Partei. Warum du nicht? Warum du nicht? Wo stehst du, Meister der Kultur? Wo stehst du, Meister der Kultur? Warum du?